So, hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 Starring Lara Croft mit mir, TMWSREF. Und ja, ich will mich dafür entschuldigen, dass ich den letzten Part etwas voreilig, so um 2 Minuten, verkürzt habe. Und diese 2 Minuten will ich in diesem Part jetzt nachholen. I promise. Gut. Wo sind wir hier? Wir sind immer noch im Eispalast und wir haben im letzten Part eine super schöne Erkundungstour gemacht, durch das vorherige Level, könnte man sagen. Und irgendwie habe ich in Erinnerung, dass man hier jetzt ganz viele Granaten kriegt. Ja, haha, 3. Und die eine, da hinten, 4. Also wir haben dann, glaube ich, jetzt 8 Granaten nochmal eingesammelt. 43, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel wir vorher hatten. Hatten wir vielleicht 35 gehabt? Wartet mal. Was ist, wenn das jetzt ein Fall ist? Wenn wir jetzt jemand anderes, wenn wir jetzt nochmal einen Yeti triggern, nur weil wir jetzt da drin waren und dann mal rausgehen. Also was gibt's in Tomb Raider tatsächlich, ja. Vorsicht. Das Medipack ist ein Lockvogel. Nicht drauf reinfallen. Oder? Noch jemand? Nein? Okay. Aha. Wie viel Energie haben wir noch? Ah, genug. So, einmal nach oben bitte. Es ist keiner mehr da, was? Gibt's doch nicht. Das gefällt mir nicht. Hier war doch nochmal. Waren hier nicht noch mehr Yetis? I don't know. Vorsicht! Auch eine Falle. Genau deswegen. Und seht ihr das? Wenn wir jetzt nicht schnell genug sind, erleben wir unser weißes Wunder. Aber ehrlich. Und dieses weiße Wunder sieht ja nicht schön aus. Hat keine wärmenden Arme. Deswegen, pronto, okay? Meine Fresse. Jetzt will ich mal gerade gucken, ob da oben noch was ist. Das wäre jetzt witzig. Wäre doch eigentlich ein gutes Versteck für so einen Drache, oder? Aber, nee, ist kein Drache da oben. Nee, der Jahrdrache, der ist ganz am Ende des Levels, aber das bedeutet, der ist aber auch nicht mehr weit weg. Daher. Und Vorsicht. Hier gibt's nochmal eine kleine rutschige Gefahr. Festhalten. Habt ihr die Musik gehört? So eine düstere Tiefe ist nicht witzig. Mit der scherzt man nicht. Genau darauf wollte die Musik hinweisen. Sehen wir doch mal. Einfach nur, um zu erfahren, wie tief das ist. Seht ihr, es ist so tief, dass man selbst die Fackel nicht erleuchten kann. Krass. So. Okay. Dann kämen wir jetzt aber auch schon zum Ende. Ziemlich. Vom Eispalast. Und rauf, komm, ja. So. Kleiner Moment, ich habe hier den Gong eingesammelt. Ja, den Gonghammer. Wozu brauchen wir den? Wozu brauchen wir den? Ganz simples Prinzip. Werdet ihr sofort erfahren. Hier müssen wir wohl oder übel ein bisschen Schaden einkassieren. Aber nicht so viel. Das ist der Gong. Und mit dem Hammer schlagen wir drauf. Aber ich glaube, ich mache das vielleicht gleich. Ich will erstmal noch gucken. Obwohl, so viel verändert das gar nicht. Es öffnet, wenn wir diesen Gong jetzt schlagen, öffnet sich unter uns die Tür zum Inneren des Eispalastes. Das hier ist der Eispalast. Ja. Das ist der Eispalast und da haben wir in den Katakomben des Talion drauf geblickt. Wisst ihr noch? Das ist diese Gegend.
Habt ihr es euch gemerkt? Ich will doch hoffen. Ganz genau. Okay. Aber wisst ihr was? Ich glaube, einfach nur so aus dramaturgischen Zwecken will ich einfach mal später diesen Gong schlagen. Ich denke mal, es gibt auch einen Weg nach oben wieder, mit Sicherheit. Weil unten gibt es auch noch ein bisschen was einzusacken. Wie zum Beispiel, ja, Moment. Ich hole erstmal nochmal eine Fackel. Obwohl, nee, Quatsch, die brauchen wir jetzt noch nicht. Damit können wir, glaube ich, noch warten. Oh, und hier? Was ist das denn? Da scheint irgendwas drin zu sein. Uzi-Munition. Okay. Gut, gehen wir erstmal hier runter. Hier wird es definitiv nötig sein. Fackel bitte! Oh, Hebel. You see this? That's the fucking Jade Dragon. Also soll auf Deutsch bedeuten der Jade-Drache, der grüne Drache. So, aber jetzt, wenn wir jetzt da vorne weitergehen, ist jetzt aber nichts mehr da, oder? Da sind Stacheln. Moment bitte. Nee, das ist tote Hose. Stimmt oder habe ich recht? Ja, hier ist definitiv gar nichts. Also einfach mal Pustekuchen. Lol, okay. Nope, dann laden wir einfach wieder. So, ich hoffe, dass es einen Weg nach oben gibt, weil ich habe jetzt ein Safe State gemacht und ja. Hoffe mal. Doch, doch, ich hab's schon mal geschafft. Definitiv. Also. Muss nur vielleicht ein bisschen explikter suchen. Explikter suchen, das klingt so. So versaut. Auf eine gewisse Art und Weise. So, ja, der Drache, wir kommen. Und Leute, ganz ehrlich, es sind jetzt gar nicht mehr so viele Secrets, die man einsammeln kann. Aha. Wow, Granaten. Boah, yeah. Das ist höllisch irgendwas. Ah, no. Darauf bitte. So. Gut. Hier, dieses kleine Fältchen ist noch zu. Mhm. Aber das behebt nicht die Automatik. Selbst die Waffen können da nichts ausrichten. Da muss man anders rangehen. Und zwar muss man jetzt an den Gong. Und ich hoffe, da komme ich jetzt nochmal ran. Da sollte man noch rankommen, ja, hallo? Das wäre ja Core Design voll asozial. Doch, hier kann man noch drauf, oder? Ja, ja, guck mal, da wären wir jetzt wieder. Ah, oh, nee, war, stopp. Okay, aber hier kann man den Gong nicht schlagen, ne? Oh, doch! Stopp mal kurz. Stopp. Ich will mal kurz was testen. Ich werde es nicht so machen, aber... Okay, gut. Gut, okay, dann. Das ist ja witzig. Okay, aber wir machen das lieber mal auf die richtige Art und Weise. Und zwar hier. Von vorne. Oh, witzig! Was man in diesem Spiel so alles machen kann. Einfach grandios. Okay. Seid ihr bereit für den Gongschlag? Es wird sehr laut. Habt ihr das gehört?
Das war der Hammer, aber sowas von. Gut. Seht ihr, dieses Zeichen von Xian ist selbst hier im Eispalast eingraviert. Es scheint schon so ein richtiges heiliges Zeichen zu sein. Also nicht nur irgendwie so ein Firmenlogo von einer Mafia-Boss-Gruppe oder sowas. Also eine Mafia-Gruppe, weiß nicht. Also das scheint hier auch eingraviert zu sein. Also ich denke mal, Marco Bartoli war mit Sicherheit noch nicht hier. Also Marco Bartoli scheint es nicht erfunden zu haben, weil man hat es ja schon da in diesem Mittelalter in der Intro gesehen. Aber was bedeutet das denn? Ja, und das hier ist das Talion. Moment. Alle Drachen haben wir noch. Das ist gut. Her damit. Aha. That's the Talion. Oder der Talion. Oder das Talion. Dies werden wir brauchen in China. Verlasst euch drauf. Gut, aber der Spaß im Eispalast ist noch nicht vorbei. Jetzt geht's rund. Zieht eure Lieblingswaffe. Ich ziehe jetzt, oder ja, oder irgendeine Waffe, die euch gefällt. Ich hole jetzt einfach mal die Uzis. Was ist das? Da bewegt sich hier was hinter den, hinter dem, hinter diesen, dieser einen Stange. Was ist das? Um Himmels Willen! Das ist ein Boss. Der meint's ernst mit euch. Ah, ein Riesenadler. Das ist der Adler, der auf dem Gong eingraviert ist. Und mit dem scherzt man auch nicht, ja? So, Problem ist, dass wir jetzt gegen ihn kämpfen müssen, aber ich irgendwie noch es so deichseln will, dass ich da an dieses, an diese Items rankomme. Wow, seht ihr? Seht ihr, wie bossmäßig er uns verprügelt? Oh je, nee, ich weiß nicht, was ich glaube, das funktioniert gar nicht. Oh Mann. Wenn ich das jetzt nochmal hinkrieg ohne Schaden, dann. Krass. So. Es scheint irgendwie der heilige Wächter vom Eispalast zu sein, mit Sicherheit. So. Ja, Leute, die Items sind aber auch nicht so wichtig, also man kann damit auch ohne diese Dinge überleben, ja. Ja. Okay, wir haben es schon verbaut. Wir kämpfen jetzt einfach so. So. Wisst ihr was? Ich wollte es einfach mal so probieren. Aber es geht auch ganz simpel. Boah, aber wie richtig muskulös der ist. Das ist schön. Bringt wahrscheinlich so manchen weiblichen Instinkt um den Verstand. Eigentlich ziemlich feige, so zu kämpfen. Ich mag diesen Gegner. Ganz ehrlich. Der Eispalast. Benötigte Zeit 35 Minuten und 22 Sekunden. Gefundene Geheimnisse 3 Drachen. 3 von 3. Besiegte Gegner 31. Benötigte Munition 291. Treffer 267. Kein benutztes Medipack und 3.720 Meter sind wir gereist. Gut. Damit wäre die Schneeatmosphäre vorbei. Das heißt, mit dem Talion werden wir jetzt wieder zurück nach China zur großen Mauer gehen. Dort, wo wir im ersten Level die Tür entdeckt haben. Auf geht's. Freut euch auf einen rasanten Übergang.
Nach all den Strapazen sind wir nun endlich hier drin. Und sind wir hier dem Deutsch von Xian jetzt nahe? In der Tat. Seht ihr ihn? Da steckt er drin. Im Mund dieses Drachen. Aber der Schein trügt wie üblich. Wenn wir jetzt weitergehen, sieht's nicht gut aus. Wir können auch leider nicht dran springen, deswegen müssen dieses eine Riesenabenteuer für den Deutsch des Xian leider auf uns nehmen, wenn wir ihn haben wollen. Leider. Nein. So, okay. Das ist der Tempel des Xian. Hier werden wir so einiges erleben, aber sowas von. Das ist ein monströses langes Level. Und ganz ehrlich, Leute, es schockiert mich ein bisschen, dass man so viele Levels, ich glaube so 14 Levels jetzt machen musste, um hier reinzukommen. Oder 13, ja. Weil wir waren im ersten Level, also die große Mauer, waren wir schon direkt hier. Waren wir schon da. Aber wir haben den Schlüssel nicht gehabt. Und wir haben bis zu 13 Levels absolviert, um an den Schlüssel heranzukommen. Das Talion. Das Talion haben wir jetzt nämlich nicht mehr. Das hat Lara gerade nämlich in die Tür eingesetzt. Und das ist... das ist nicht schlimm, aber das ist, finde ich, nur krass, dass man so einen langen Weg auf sich nimmt, nur um eine Tür zu öffnen. Das ist eigentlich... Ja. Weiß nicht, also das würde auch nur Lara machen. Glaube ich. Uah! So, ja. Nee, gut, alles klar. So, der Tempel des Xian. Der Dolch, ja. Lara ist ja auf der Suche nach dem Dolch von Xian. In diesem Spiel. Und er war gerade vor unserer Nase. Aber. Ja. Leider. Leider ist er umgeben von Falltüren. Und was ist eigentlich aus dem Typ geworden, der im Intro den Dolch von Xian eingesetzt hat? Was war mit ihm? Was ist mit ihm passiert? Treffen wir ihn vielleicht noch? Wer weiß. Oder mir kommt da ein ganz furchtbarer Verdacht. Das wäre doch voll klasse eigentlich. Wenn
wenn dieser Typ, der damals den Dolch im Intro da in diesem Mittelalter da reingesteckt hat, in den Mund des Drachen, dass das Marco Bartoli war und hat einfach mal irgendwie sowas wie Unsterblichkeit erlangt und ist jetzt immer noch unterwegs im heutigen Zeitalter und ist irgendwie jetzt noch mal hinter dem Dolch von Xian her, obwohl das macht irgendwie dann gar keinen Sinn, weiß nicht. Nee, ich glaube, diese Theorie hat sich dann doch, glaube ich, ein bisschen in Luft aufgelöst, aber spannend wäre es trotzdem. Na gut, Leute, ich glaube, ich mache hier jetzt nochmal ein kleines Päuschen. Okay, ich habe ja gesagt, ich mache Überlänge, aber mir fällt gerade ein, hier ist eine FMV-Sequenz gestartet worden. Und deswegen, das heißt, das Rendern wird anspruchsvoller bei mir. Oder der Rechner braucht dafür mehr Leistung. Und dafür muss ich noch definitiv noch eine andere Möglichkeit finden. Aber Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sind definitiv in der Nähe der... in der Nähe des Finales. Aber trotzdem dauert es noch, okay? Weil was soll denn jetzt noch viel passieren? Ah, es passiert noch so einiges, aber es ist nicht mehr. Das Ende ist nah. Das Ende des Abenteuers. Okay, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, euer Team WSRF und ciao. Das als Thumbnail? Oh, nee, ich glaube nicht.